Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Walking Dead. Und jetzt müssen wir uns an den Plan halten. Ich hoffe, wir werden nicht auf zu schwierige Entscheidungen, dass wir nicht, ich hoffe, wir werden nicht schwierige Entscheidungen treffen müssen. Can't get a good look above with the cover on. Let's go. Where is everybody? There should be guards patrolling. What? Are you disappointed? It's just strange, is all. I think I see one over there by the door. Oh, es hängt da schon wieder. Ja, das darf man ja machen bei mir. Darf doch nicht wahr sein. Tut mir wirklich leid. Dieses Mal spielen wir auch gar nicht so lang, weil ich. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. What the fuck? Ach nee, jetzt sind es auch alles Zombies hier. What the fuck is a walker doing inside here? Get inside, fast! What the fuck? Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hätte gedacht, dass wir da hochkommen, werden direkt attackiert von irgendwelchen Personen, die uns da nicht haben wollen. Aber dass da jetzt Walker drin sind, dass es voll mit Zombies ist, das hätte ich nicht gedacht, dass es so weitergeht. Oder wie es weitergeht, da bin ich jetzt sehr gespannt, die nächsten 17 Minuten ungefähr, weil ich will diesmal nicht nochmal eine Stunde spielen. Ich will nachher noch ein bisschen was anderes spielen, aber ohne euch, weil auf der Xbox 360. You think they saw us? Your guess is as good as mine. Shit! What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. What? How the fuck is this good? Before, everyone at Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb and they don't. Hey, trying to look on the bright side here. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on, I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Ben, komm einfach mit, du Schlampe, du kleine. Meine Güte. Da sind wohl die Befallenen drin, die damals Lebendigen nicht bei ihnen haben wollten. Just keep moving. Zum Glück haben wir die dabei. Die kann uns wahrscheinlich noch helfen, weil die ist ziemlich Here. Smart. Was heißt smart? Ich würde sagen sportlich.
Looks okay. Everybody in. Das ist schon eine harte Sache, würde ich mal sagen. Ich hoffe, da ist noch was übrig geblieben für uns. Irgendwelche Medikamente wären wichtig. Medikamente wären sehr, sehr wichtig. Aber sieht ziemlich leer aus. Armory, das könnte doch geil sein. Figures. We need a key. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. So then we just need a battery. This auto shop. It's right next door. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Boah, ist das crazy. Wir haben hier jetzt quasi so eine richtige Mission. Voll im Plan und so. Jetzt gucken wir hier mal alles ab. Just a bunch of paste. Wir suchen auf jeden Fall nach einer Batterie. Ich hoffe, wir müssen nicht uns den Plan irgendwie merken. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Oh je, ja, ja, da sieht man schon, dass das Ganze nicht so gelaufen ist, wie das wahrscheinlich geplant war. Die Frage ist nur, hängt das schon wieder? Da gern wieder. Ach, okay, gut. No power, no TV. I need no TV. Any reading material would be nice once we get on that boat. Wir gucken einfach mal alles ab. Das ist bei The Walking Dead nie falsch. Reden wir noch mit Ben. Das kann man auch. Da kann man auch mal nichts falsch machen. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. Huh, yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny.
Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Doc and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Look, Ben, I really don't have time for this. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault? I can't do it anymore. There'll come a time when he's ready to hear it, but it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung war, was ich da jetzt so kurzerhand mal... The Georgia State Flag. A lot of history there. Not that it matters much now, I guess. Nothing but crayons and construction paper. So, jetzt gucken wir uns das mal genau an. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Wo sind wir jetzt denn? The fuel's in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. If we're gonna find medicine anywhere, that would be the place to look. Ich kann das nicht erkennen, wo wir sind, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall zu einer Feuerleiter. Die müsste eigentlich irgendwo sein. Second floor. Okay, raus mit uns. An der Feuerleiter müsste die sein. Die Frage ist bloß, wo ist die Feuerleiter? Ah, das ist jetzt so. Das hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt schon Zombies sind. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Okay, da geht's schon mal nicht lang. Das finde ich gut zu wissen. Also, dass wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben, da können wir auch nicht so viel falsch machen. The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? They've already been fired. They're worthless. Nicht da links reingegangen? Ach, scheiße, ich habe das jetzt gar nicht. Ich habe das gar nicht aufgepasst. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Ja, ich hoffe, wir haben da jetzt nichts falsch gemacht, dass wir da jetzt irgendwie nichts durchgesucht haben, aber das dürfte wahrscheinlich nicht so relevant gewesen sein in dem Gang, haben wir jetzt nichts angeguckt. Ich hoffe, das war nicht falsch, aber es wird wahrscheinlich nicht so relevant sein. Hoffe ich. Wenn ihr dieses Video anguckt, dann habe ich das schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen oder 4 Wochen oder keine Ahnung wann schon mal aufgenommen. You out here?
house. I'm not going that way. Auto shop must be down this way. Dann gehen wir dahin. Oh fuck. Das kenne ich doch irgendwo, habe ich das schon mal angeguckt. Must be the entrance to that auto shop where Bree said we'd find that battery. Wahrscheinlich geht's nicht auf. Damn, it's jammed tight. Da habe ich eine Lösung. Und zwar müsste. Wir haben jetzt eine Person gesehen, die uns wahrscheinlich Leave him. He's mine. What were you doing up there? What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. Ja, nicht hängen bitte. Danke. Nicht hängen bitte, habe ich gesagt. Ich würde mich dafür bedanken. Hello? Okay, klar. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh, yeah. That'll work. Und jetzt kracht's zu. Wir müssen es zukrachen lassen. Dann werden wir da drin erstmal ein bisschen eingesperrt sein, ne? Willst du? Da parkt gerade einer ein und. Ach, nee, will ich jetzt nicht jetzt. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. We need to have what I've was rede ich denn überhaupt? Maybe there's a car battery in there we can use for the boat. Looks like Crawford had their own semi trucks. Well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. Laber keinen Scheiß, du!
blinking. Must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. Ja, das werden wir auf jeden Fall finden. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. It's the panel that controls the hydraulic lift over there. No power. Okay, das in der Werkstatt, das machen wir. Batterie finden wir noch und dann hören wir auf. I'd rather take my chances on the outside. Wir müssen wahrscheinlich doch das Ding irgendwie durchschneiden. Hab ich die Befürchtung. Aber ja. Something you need? What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck 'em. What was all that about back there? He came at me up on that rooftop. Tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? No, it just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this battery or not? Time's wasting. Think I can borrow that, hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. I can't reach it up there. Yeah, das war mir klar. It's locked. No way in. Ich habe so das Gefühl, dass das ziemlich laut ist und dass wir da dann ziemlich in der Scheiße stecken werden. Aber es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Dann machen wir das einfach. Oh, es läuft ganz langsam auf, aus und es fließt dann. Gibt dann ganz langsam. I did it. Whoa, whoa! That's probably not good. No shit! I'll try to hold him off. Hurry! There's the battery. Finally something goes right. Ja, und es hängt nicht. Wahrscheinlich wieder so eine kleine Zwischensequenz, aber da muss das ja hängen. It's still attached to the terminals. It's off. Got that one off. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Put it in here, I'll carry it. Okay, follow me. Move your ass! Great, now what? Skylight. It's shut. Shoot it out!
Boah, ist das aufregend. Aber wenigstens haben wir eigentlich die Batterie und dann können wir mit dem Boot irgendwann mal wegfahren. Das wäre ganz geil. Aber dann hören wir auf, weil wir zocken dann schon wieder 25 Minuten. Das habe ich mir so eigentlich nicht vorgestellt. Okay, so now we're on the roof. Do you ever stop complaining? Come on. Come on, what are you, chicken? Jump! I don't know, man. Das hat ja mal geklappt. Und da klingelt jetzt der Postbote. Wartet mal kurz. Come on. Later. Something I gotta do first. What? Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without. Oh, ich hab was verpasst. See you back in class. Molly! God damn it, what the hell is she doing? Ich glaube, das passt jetzt hier und das ist jetzt der ideale Moment, um sich zu verabschieden. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Könnte noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob ich Zeit finde, aber irgendwann wird das nächste Mal sein und bis dann!